Oh yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Runde auf meinem Kanal, und zwar Flap MMO. Und ja, also das ist basiert auf Flappy Bird, halt im Browser zu spielen und nicht auf dem Handy. Und die ganzen Vögel, die ihr hier jetzt im Hintergrund flattern seht, das sind alles Flappies. Und echte Spieler, die hier auch versuchen, das zu spielen. Ich brauche hier nur irgendeine Taste zu drücken und dann geht's auch schon los. Also würde ich sagen, starten wir jetzt. Und go. So. Und das erste Rohr haben wir geschafft. Und das zweite Rohr haben wir auch geschafft. Oh, ja. Ich hab mein Leben kein Himmel, wenn ich das nicht mag, aber da habe ich keinen Haar. Ja. Wegen dem letzten Video von gestern. Ich habe gestern kein zweites Video hochgeladen, weil ich keine Zeit dafür hatte. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ey, das kann ja nicht sein. Aber mein persönlicher Highscore ist 14. Also überbiete das doch mal. Oh, ich habe gerade eine SMS bekommen. Vom einem Bekannten. Und, ach ja, derjenige, der mir hier gerade die Telegram Nachricht geschrieben hat, den soll ich auch grüßen, weil er wollte unbedingt gegrüßt werden. Und deswegen grüße ich dich hiermit. Also du weißt sicher, wer damit gemeint ist. Und ja. Wenn wir hier eigentlich eh nicht so anstrengende Sachen machen müssen, könnte ich eigentlich die Fragen vorlesen. Ich habe jetzt noch zwei, drei im Kopf, und zwar einer hat mir geschrieben, wann und wieso hast du auf YouTube angefangen? Also ich habe, wann ich jetzt mit Videos angefangen habe, das war schon 2012, 2011 sowas. Aber da hatte ich noch einen alten Kanal, der hieß nur Bums Dog. Den habe ich dann aber gelöscht, weil, ja, eigentlich sollte man ja keine Kanäle löschen und so und den Kanalumzug machen. Aber ich habe dort nichts angekündigt. Ich wollte einfach mit den alten Sachen nichts mehr zu tun haben und habe dann einfach einen neuen Kanal gestartet. Namens Bumsdoggy, und ja, der läuft ja auch ein bisschen. Ich hab meine paar Abonnenten und die sind echt super drauf und ja, die unterstützen mich ganz, ganz viel und ich liebe euch. Und ja. So, jetzt gucken wir, dass wir hier die Nummer 14 schaffen. Dann, warum habe ich auf YouTube angefangen? Also ich habe auf YouTube angefangen, weil mir das Drehen von Videos mega viel Spaß macht. Ich habe ja damals bei dem Kanal Bumsdog, habe ich ja keine Let's Play Videos am Anfang hochgeladen. 17, 18, 19, 20, ja, 22. Und ja, da habe ich, oh, da ist der König. Moment. Und da habe ich eigentlich Real-Life-Videos gemacht. Also ich habe das so, ja, einfach so, nicht Comedy-Videos, aber ich habe halt einfach so ein paar, weil ich es einfach mag, zu filmen, zu schneiden, zu bearbeiten, bla bla bla, eher sowas. Es war auch kein Kanal, wo ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt da und das Konzept. Ich habe einfach hochgeladen, wann ich wollte. Und ja, und das hat mir einfach schon immer mega Spaß gemacht. Sowas. Und irgendwann kam ich dann so in die Let's Play-Schiene rein, weil ich einige Let's Player geguckt habe und dann dachte ich mir so, ich meine, mir macht Spielen mega viel Spaß und ich mag es, Videos zu machen. Wieso kombiniere ich das nicht einfach und mache ein Let's Play draus? Ich meine, natürlich hat wahrscheinlich wie fast jeder Let's Player von euch, außer ist erst vor kurzer Zeit mit einem normalen Minecraft-Let's Play angefangen, also ganz normal, ja, Let's Play Minecraft eben. Und jo, das war's eigentlich soweit, das war meine Geschichte. Warum?
und wieso und wann und weshalb ich auf YouTube angefangen habe. Dann war noch eine Frage, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Moment, ich guck mal ganz kurz bei meinem Handy nach und versuche in der Zwischenzeit so aus dem Augenwinkel das hier zu machen. So, Moment. Was ist von Pager? Was ist dein Lieblings-Minecraft-Spielmodus? Also derzeit muss ich sagen, ist einfach mein Lieblingsspielmodus Ender Games, weil das ist einfach so vielfältig und irgendwie wieder was komplett Neues. Das ist, Survival Games ist ja wirklich sehr beliebt und es ist eine Mischung zwischen Survival Games und Hunger Games, weil zwischen Survival Games und Hunger Games gibt es ja einen Unterschied. Und es ist meiner Meinung nach richtig geil und irgendwie so was neu aufgewertet ist. Das ist derzeit eigentlich so mein Lieblingsspielmodus in Minecraft, also finde ich echt geil. Moment, gucke ich noch, ob da noch eine Frage reingekommen ist. Hashtag Best Intro, danke, danke. Red mal über, was deine Freunde denken mit YouTube. Also, meine Freunde denken eigentlich nichts darüber. Also, das ist für den, denke ich mal, jetzt nicht. Also, ich habe es jetzt nicht gefragt. Wie denkst du, dass du YouTube machst? Im Prinzip verstehen wir uns genauso wie vorher und es hat sich eigentlich nichts geändert und es ist ja auch eigentlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, ich bin jetzt so der große YouTuber oder so, bin ich ja nicht. Ich habe meine 300 irgendwas Abonnenten, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht genau, und mit dem bin ich super zufrieden und das ist einfach Videos im Internet machen und Leute gucken es dann an und ich schaffe nicht mehr als 2 Röhren. Sollte mich echt mal schämen. Und ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin wirklich happy, so wie es jetzt ist. Und ich bräuchte jetzt eigentlich gar nicht mehr Abonnenten. Ist natürlich toll, wenn wieder mehr dazukommen. Aber ich habe ja mein Ziel mit 50 Abonnenten schon erreicht. Und von dem her ist das Ganze nicht so schlimm. Und ja, und jetzt nochmal genauer auf die Frage einzugehen, was meine Freunde dazu denken. Also ein paar ist denen das eigentlich im Prinzip egal. Also für die sind da eigentlich emotionslos und ein paar, die freuen sich halt und wollen selber auch mal dabei sein. Da kommen jetzt in Zukunft auch noch ein paar Videos mit so ein paar Real-Life-Kollegen. Ein paar wollen selber anfangen und jetzt guck mal, ich bin hier ganz alleine, weil ich so gut bin. Das sollte einmal zu denken geben. So, wenn wir 20 schaffen, dann ändere ich die Map zu der Fische-Map. Oh. So. Oh nein. So. 1, 2, 3. Scheiße, Leute, ich verziehe schon wahrscheinlich so meine Fresse wieder. Oh nein. Ich hoffe nicht, dass die Facecam dunkel ist. Also Leute, falls die Facecam wieder so dunkel ist, tut es mir echt sehr, sehr leid. Weil das war bei der einen Endergame-Folge so, mein Bildschirm war vorhin weiß. Und dann fällt das natürlich gar nicht so auf. Scheiße. Dann fällt es gar nicht so auf, dass die Facecam dunkel ist, aber dann in Minecraft wird die nämlich dunkel. Und dann, deswegen muss ich mir jetzt echt mal ein paar Softboxen kaufen. Geht das hier auch? Ja. Okay. Hä? Okay. Da hat sich jetzt gerade mein Bildschirm bewegt. So. Jetzt kommt er halt mal durch. Ey. Ich werde dich töten. Ich werde dich finden und dich dann auslöschen. Wenn wir 15 schaffen, sagen wir es, wechsle ich, okay? Ey, da war ich ja noch besser, als ich Fragen beantwortet habe. Was soll denn das hier? Ey, Mann. So. Ey. Mann.
So, eins, zwei, elf, elf. Leute, wir schaffen 15 noch, okay? Denkt ihr, wir schaffen Hashtag 15? Dann schreibt mal Hashtag 15 ja oder Hashtag 15 nein in die Kommentare. Aber nicht vorspulen, das wäre Cheating, ja, und ich mag keine Cheater. Und was ich mir überlegt habe, ab 500 Abonnenten, habe ich ja gesagt, mache ich eine Verlosung. Was genau ich da verlosen werde, kein Plan. Was würdet ihr denn gerne verlost bekommen? Es kommt mir nicht mit, verlost doch 100 Millionen Euro. 20, genau 20, und das wollte ich eigentlich. So, jetzt ende ich mal hier das Theme in Dings, und wenn wir hier wieder 20 erreichen, können wir das zu dem Sperma-Teil da ändern. So, los. Ey, es läuft perfekt. So. Bei 17 verrecke ich wieder. Das schaffe ich aber. Das schaffe ich. Nein. Wir sind jetzt auf 11, okay. Auf 11 und wir schaffen das. Wenn wir vielleicht auch noch 22 knacken könnten, wäre echt nice. Ey. Weil das geht hier, glaube ich, nach Sekunden. Wie lange du aushältst und nicht nach den Röhren, denke ich jetzt mal. So. Und die Decke, die hier hinter mir ist, die habe ich nicht, weil es mir kalt ist, Leute. Falls ihr euch fragt, ist es so kalt? Nein, die habe ich, weil die hat so ein weiches Fell oben. Und dann ist die sehr warm. Und dann ist mir nie kalt. Ja. Was laber ich hier eigentlich? Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Nee, die ist dafür da, weil ich manchmal Rückenschmerzen bekomme von dem ganzen Sitzen. Und ich sollte mir jetzt eigentlich auch mal so wie der Simon so einen Schreibtisch kaufen, den man hoch und runter fahren kann. Denn... ja, wir haben 20, das heißt, wir können wieder wechseln. Chain Theme in... this. Ja, Leute. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier ein kleines Spermateil, das hier irgendwie durch den Körper flutschen muss. Und finde ich eine ziemlich coole Idee. So, oh Mann, Leute. Das Spiel hier ist free to play, also wenn ihr das auch mal vielleicht probieren wollt. Es macht nämlich mega süchtig, da kann man dann nicht mehr aufhören. Wenn ihr das auch mal spielen wollt, dann ist es der erste Link in der Beschreibung. Und ja, also ich finde es ziemlich cool. Ich hätte jetzt eigentlich ja geplant gehabt, für morgen ein Angespielt hochzuladen. Also 14 Uhr in Angespielt, 18.30 Uhr oder 19 Uhr dann eine Endergames-Folge. Habt ihr da Lust drauf, ein Angespielt zu haben? Was es sein wird, verrate ich jetzt noch nicht, weil sonst ist es ja nicht mehr so toll. Aber ihr könntet so ein paar Spiele in die Kommentare schreiben, wo ihr so sagt, so, das wäre cool, Thomas, wenn du das mal anspielen könntest. Oh Mann, jetzt musste ich gucken, ob mein Mikrofon überhaupt ein ist. Und dann sterbe ich. Ey, das kann es ja nicht sein hier. So. Okay. Weiter. Mann, was sind das eigentlich für Hautfetzen, Alter? So. Und. Ja. Oh Mann, das ist meiner Meinung nach das schwerste Level. Schwerste Level ever. Ey Leute, das Spiel macht so aggressiv. Aber ich könnte noch ein paar mehr so aggressive
Spiele spielen, wie zum Beispiel, kennt ihr der Impossible Game? Das würde ich dann halt am Handy oder so. Boah, da werde ich sehr, sehr aggressiv. Ja. Das regt so dermaßen teilweise auf. Oh Mann, das kann es jetzt ja nicht sein. So. Mann, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14. Oh Mann, 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 Mann. So, wenn wir hier die 20 schaffen, dann bedanke ich mich und dann werde ich das Video beenden. Aber, naja, das kann wahrscheinlich hier noch ewig dauern. So. Wieso nicht 20? Wieso? Ich werd gleich so aggressiv. Das kann ja nicht sein. Und Leute, mehr Themenvorschläge bitte in die Kommentare, beziehungsweise Themen, über die ich länger reden kann, zum Beispiel Hashtag, wie wird man als kleiner YouTuber erfolgreich auf YouTube oder ja! Das war der Todesrun! Und jetzt habe ich 23 geschlagen. Bash! Ja, Leute, also wenn euch diese kleine Runde Flap MMO gefallen hat, dann könnt ihr mir gern einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Also würde ich sagen, rede ich jetzt nicht mehr um heißen Brei rum. Schreibt mir einfach mit Hashtag Themen in die Kommentare, die ich so bei den nächsten Videos machen soll. Und dann bis dann. Ciao.